Hallo und herzlich willkommen zurück zu Obscuritas. Ja, ich habe das letzte Mal leider was vergessen. Ist mir jetzt auch erst aufgefallen, als ich das neue Mal geschnitten habe. Und ja, es passiert nun mal, dass man ab und zu mal was vergisst. Ihr habt mir ja auch schön geschrieben gehabt, dass ich was vergessen habe. Und das werden wir jetzt natürlich auch nochmal einsammeln. Denn hier ist noch ein Blatt Papier. Hast du bereits das erste Rätsel mit Erfolg gelöst. Der Schlüssel im Tresor bringt dich in den nächsten Teil des Hauses. Okay. Denn wir haben jetzt den Schlüssel und kommen in den nächsten Teil des Hauses. Allerdings weiß ich nicht genau, ob wir jetzt tatsächlich nur in den nächsten Teil des Hauses kommen oder ob wir sogar speichern können. Denn ich habe erfahren, dieses Spiel speichert tatsächlich nur, wenn man ein Kapitel zu Ende hat. Also immer im neuen Kapitel speichert es. So, Moment, bevor ich jetzt aber weitergehe, will ich nochmal ganz schnell hier meine Tasche auffüllen. Und zwar mit noch ein paar Streichhölzern. Und hier waren doch noch Batterien irgendwo. Achso, kann ich noch mehr? Nee, ich habe bereits 10. Mit ein paar Batterien, waren hier nicht noch welche? Nee, das waren alle. In den einen Zimmer waren noch Batterien. Das können wir auch nochmal holen, war das hier? Ich glaube ja. Oh, jedes Mal stecke ich mich bei dem blöden Bäcker. So. Mit R, okay. Gut. Dann haben wir alles eingesammelt. Und ich habe tatsächlich noch ein bisschen was an den Einstellungen hier vorgenommen. Das heißt, es ruckelt jetzt nicht mehr ganz so sehr. Da bin ich ja echt total froh, dass ich da noch ein bisschen was machen konnte. Und jetzt läuft es eigentlich ganz flüssig, wie ich finde. Also, genügend auf jeden Fall. So. Komme ich hier? Ist es hier? Ja, das ist der nächste Teil des Hauses. Huhu, Loading. Ja, jetzt bin ich ja mal mega gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt. Das erste Rätsel ging ja noch einigermaßen. Man muss halt wirklich ganz genau gucken. Wenn man nicht ganz genau guckt, dann findet man die kleinen Sachen. Naja, obwohl klein, das war ja wirklich ganz schön, was ich da übersehen habe. Lampe bitte. Oh Gott, Entschuldigung. Ich glaube, ich bin gerade gegen die Kamera gestoßen. Weil es hier so dunkel ist und meine Lampe flackert schon ein bisschen. Weiß nicht, ob ich dann schon Batterien wechseln muss. Wenn dem so tatsächlich ist, dann ist es ein ganz schöner Batterieverbrauch hier. So, das ist also die Familie. Einer davon wird der Onkel sein. Ich schätze mal, dass das Kind der Onkel ist. Denn das Bild sieht so alt aus. Das sind bestimmt Onkel, Geschwister und seine Eltern. Anders könnte ich mir das jetzt nicht vorstellen. Und dann habe ich auch noch jetzt gehört, hat Shiva mir erzählt, dass man in dem Spiel sterben kann. Das wusste ich gar nicht. Hätte ich auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht gedacht, dass das überhaupt so was ist. Eine schöne Skulptur? Ja, mit einer Richtung haben Männer das halt nicht so. Was war das? Oh, mal die Türen knallen und so, das ist echt ganz schön unheimlich. Kann ich da rein? Verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Licht. Oh, Gott sei Dank. Ich finde es schön, dass es hier Licht gibt. Dann können wir mal kurz die Taschenlampe ausmachen. Okay, hier geht's rein. Und dann müssen wir wieder Taschenlampe anmachen. Super. Oh, hallo. Mit dir hat es doch auch irgendwas auf sich, oder? Spring mich bitte nicht an. Bist du ein Kind oder nur eine Puppe? Die ist unheimlich. Oh Mann, ist die unheimlich. Ich hasse so eine kleinen Kinder-Puppen-Gedönse. Ganz, ganz schlimm. Bleib bitte da, wo du bist. Ach, Licht. Das Licht geht aber... Ach nee, das ist meine Taschenlampe, ne? Warte mal. Ja, das war meine Taschenlampe, okay. Aber hier ist ja Licht, also brauche ich die Taschenlampe nicht. Ich muss wirklich ein bisschen sparsam dann umgehen mit den Batterien. Oh. Aber hier ist es ja richtig mega dunkel. Schöne Bilder. Und ich soll auch auf die Geräusche hören. Oh, falsche Taste. Oh, ich habe Angst, dass das Mädel da irgendwo steht. Okay.
sehr viele Türen, die hier aufgehen können. Oh, ein Bärenfell. Ist aber nicht schön. So, Licht. Trotzdem zu dunkel ohne Taschenlampe, finde ich. Ein Schlüssel. Den nehmen wir doch glatt. Schlüssel ist schön. Okay. Ja, und ihr habt ja... Wieso geht denn das Licht eigentlich immer aus? Habt ihr schon gemerkt, dass ich immer etwas kürzere Folgen mache hier? Das liegt einfach nur daran, dass ich momentan ein klein wenig Zeitmangel habe. Und es werden auch wieder längere Folgen kommen dann. Aber momentan... Ups. Nicht ganz so viel. Lieber ein bisschen kürzerer. Und es ist auch gruselig genug. Gruselig genug. Da muss ich, ich traue mich nicht umzudrehen. Da reichen mir kurze Folgen. Oh, ein schönes Horse-Bildchen. Horse, jetzt spreche ich auch schon Englisch. Ein schönes Pferdebildchen. So, hier waren wir noch nicht. Auch abgeschlossen. Bitte erschreck mich nicht, Puppe. Oder Mädchen. Okay, sie ist zumindest immer noch da. Das ist ja schon mal was. Und ich befürchte, dass meine Kamera hier eventuell gleich ausgehen wird. Weil irgendwie hat das Ladekabel eine kleine Macke. Okay, hier geht's bestimmt lang. Aber ich werde sowieso gleich einen Cut machen. Wir haben ja schon recht viel erlebt jetzt hier. Finde ich schön, dass man hier dann doch so viel erleben kann. Batterien, sehr schön. Batterien brauchen wir. Warum sind die Lichtschalter immer so weit im Raum? Drücke E. Ah. Aber warum soll man den hier abstellen? Keine Ahnung. Ich kann den ja auch wieder mitnehmen, ne? Bestimmt irgendwie ein geheimen Dingens. Irgendwo muss man den wahrscheinlich aufstellen. Jetzt habe ich es dahin gestellt. Ach, cool. Ich kann auch Sachen tauschen. Okay. Ja, das wird jetzt ein sehr tolles Rätsel werden wahrscheinlich. Die Batterie wird auch schon wieder schwach. Na gut, ein Schlüssel. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, heute machen wir erstmal Schluss. Denn ich bezweifle, dass meine Batterie tatsächlich hier von der Kamera, ich mach mal kurz aus hier, noch lange aushalten wird. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich werde mal versuchen, dann in der nächsten Folge ein bisschen eine längere Folge zu machen. Denn es ist ja doch recht spannend, was hier passiert. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.